gutes Jahr für Seat. Wir haben über 400.000 Autos verkauft. Zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder. Plus 2,5%. Und wenn man jetzt die letzten 3 Jahre zusammennimmt, dann sind das plus 25%. Wir verkaufen das Gros unserer Fahrzeuge 85% in Europa, also stagnierender Markt. Also 25% in so einem Umfeld ist, glaube ich, ein schöner Erfolg. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass die Qualität des Geschäfts deutlich besser geworden ist. Also wir verkaufen heute mehr Leon als Ibiza. Ja, wir werden im Sommer 2016 beginnend im Juli mit Deutschland und Spanien als den beiden größten Märkten, die wir haben, unseren sogenannten A-SUV einführen. Das ist ein Fahrzeug vergleichbar mit dem Tiguan oder mit dem Nissan Qashqai. Das ist ein großes Segment in Europa, demnächst über 2 Millionen Einheiten, das weiter wachsen wird. Und von diesem großen und wachsenden Kuchen wollen wir unseren Fair Share bekommen. Den werden wir auch bekommen. Hybrid ist im Moment für uns kein Thema, ist aber auch nicht schlimm, weil wir sind Teil von der Volkswagen-Gruppe und Hybridfahrzeuge und batteriegetriebene Fahrzeuge sind im Konzern verfügbar. Da wir ja eine Plattformstrategie verfolgen mit allen Marken.